Sie ist hübsch, sie ist jung und bald hoffentlich ganz erfolgreich. Die aktuelle Miss Austria 2013, Ena Kadic. Für sie geht es bald nach Indonesien zur Miss World-Wahl. Und wie sie sich darauf vorbereitet und ob sie sich Chancen ausrechnet, das fragen wir sie jetzt. Du hast wahnsinnig schöne Kleider für sie, die sie in Indonesien tragen darf. Glaubst du, dass das natürlich mit den Kleidern dann noch leichter ist für sie zu gewinnen oder unter die Top 10 zu kommen? Ich glaube, nicht nur sie will, dass sie gewinnt, sondern ich auch. Das wäre für mich eine Ehre, wenn sie in unserer Arbeit, in unserer Kleider den Titel Miss World nach Hause mitnimmt. Also dann würde ich sie ihr alles schenken, was sie zur Verfügung stellt. Und ich wünsche ihr Edna. Und ich gebe mir ganz viele Mühe, um Edna noch schöner zu machen. Und auf keinen Fall, dass ihre Schönheit darunter leidet, sondern sie soll wirklich jetzt dadurch unterstreichen, dass sie noch attraktiver, wir wollen gewinnen. Ena, wie du erfahren hast, du bist Miss Austria 2013. Was war dein erster Gedanke? Der erste Gedanke bei der Show jetzt selber? Ich glaube, da habe ich nichts gedacht. Das war wow, der Moment. Den kann ich gar nicht beschreiben. Was hat sich für dich verändert, seit du jetzt Miss Austria bist? Verändert in dem Sinn, dass ich halt sehr viel unterwegs bin. In Wien sehr viel und in Linz eben immer Interviews und ständig Fotoshootings. Man, ja, eigentlich, das Leben ist nicht mehr so, wie es davor mal war. Ein ganz neuer Alltag für dich. Hast du da noch Zeit für Familie oder Privatleben? Obwohl, das habe ich schon. Also ein paar Tage habe ich jetzt auch daheim gehabt, dann ist dann genießen können. Wie sieht es denn aus mit Neid und Missgunst? Hast du da jetzt schon was erfahren? Man ist auch viel in den Medien auch vertreten und man hat immer so für und wider. Wie hast du das erlebt bezüglich Neid? Also prinzipiell, es kann die nicht jeder mögen, das ist so. Es gibt immer welche, die sind dagegen, welche, die sind dafür. Am Anfang war es schon so, dass ein paar Leute auf Facebook und auf die Internetportale sehr schlimme Sachen geschrieben haben. Aber sowas darfst du einfach nicht lesen, drüber stehen. Wie sieht denn jetzt dein Umfeld das, dass du in diese völlig neue Branche und eigentlich in die Modelwelt auch einsteigst? Also sie freuen sich alle für mich, sie finden es toll. Und sie unterstützen mich wirklich alle, also Familie und Freunde. Austria's Next Topmodel ist jetzt auch ein Format, das es bei Puls 4 gibt. Hättest du dort auch mitgemacht oder ist für dich Miss und Model doch was ganz anderes? Ich finde, das ist ganz was anderes. Ich meine, prinzipiell, es hätte mir schon gefallen, ich hätte schon Interesse dran gehabt. Aber das ist mir ein bisschen alles zu turbulent mit den Mädels. Und ich meine, man kennt es doch durch einen Zickenkrieg. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. Weil das Missencamp, das war alles so ein bisschen relaxter. Angenehmer. Was glaubst du, hat dich von den anderen abgehoben? Warum bist du wirklich Miss Austria geworden? Ich glaube persönlich, dass es das ist, dass ich nicht der Typ bin dafür, also nicht das typische Missen-Klischee erfülle. Und das wird wahrscheinlich das Interessante gewesen sein, dass sie sich gedacht haben, ja, sagen wir mal was anderes. Indonesien. Am 28. September ist es soweit. Was hast du wirklich für Erwartungen und was glaubst du, wird dort passieren? Was dort passieren wird, ich werde auf jeden Fall Spaß haben. Das ist mein größtes Ziel und sonst einfach die Sache locker angehen, genießen. Wir werden sicher viel Catwalk-Training haben, Sightseeing, sehr viel Proben, sehr viel Challenges. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, das wird eine super Geschichte. Hast du dir ein Ziel gesetzt, also dass du sagst, du willst unter die Top 10 oder du willst es sogar mit heimbringen? Nein, gar nicht. Also einfach mitmachen und das Beste geben. Na dann toi toi toi, wir wünschen dir ganz viel Glück und zwar für den 28. September, da geht's in Indonesien für die Ena zur Miss World Wahl und mit so tollen Kleidern kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.